Das Promi-Geflüster wieder mit der ESC-Ausgabe. Ja, ESC steht dieses Jahr wieder voll im Zeichen der Musik natürlich, ganz klar. Dieses Jahr geht es nach Malmö, nach Schweden, denn die haben letztes Jahr gewonnen. Und der große Vorentscheid, der findet am 16. Februar statt, dieses Jahr auch schon ein bisschen früher. 8 Kandidaten sind's, die dabei sind. Eine Wildcard kommt noch hinzu, was die Zuschauer jetzt dann über die Mediathek von ARD, NDR, ARD mitverfolgen können. Und auch da gibt es ein kleines Finale am, wenn ich es jetzt richtig drauf habe, glaube ich, am 7. oder 8. 7. Februar, glaube ich, so irgendwie was war es, ne? Ja, und den Auftakt hier in unserer kleinen Runde mit den Kandidaten, die schon fix sind, den macht heute Leona. Und dazu sage ich Hallo und herzlich willkommen. Grüße dich. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Ich habe es gerade so ein bisschen nochmal nachgelesen. Du bist ja noch blutjung, 20 Jahre gerade mal, und Musik ist wirklich dein Bestreben sozusagen. Es gibt keinen Plan B, also nur die Musik, oder wie? Wie muss man es verstehen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon, während ich Abi gemacht habe, eigentlich gar keine Lust irgendwie auf was anderes gehabt und nur Musik im Kopf gehabt. Und irgendwie war das immer das, was ich machen wollte. Und es gibt keinen Plan B für mich. Also sehr mutig auf alle Fälle. Ich meine, gerade in der heutigen Zeit, man weiß es ja, es ist nicht ganz so einfach. Gerade auch die Vielfalt macht es natürlich auch aus und so viele Künstler gibt es. Aber ich finde es gut und toll und deshalb unterstützen wir dich hier mit unserer Plattform natürlich umso mehr. Geprägt bist du da, glaube ich, von deinem Stiefvater, ja? Ja, schon. Also ich glaube, ich hätte nie so viel Mut, wenn er nicht die ganze Zeit hinter mir stehen würde, und meine Mama auch. Und auch die ganze Family, alle Freunde. Und ja, dann verliert man auf jeden Fall nicht den Mut. Mhm. Und mein Stiefpapa hat es auch geschafft. Der hat auch, kann mit der Musik auch sein Geld verdienen und ist happy damit. Und man muss nur dran glauben. Ganz klar. Also mein Wichtigste, denke ich mal, sind einfach auch dann heutzutage immer die Auftritte. Ganz klar, dass man sich da sein Publikum erspielt und entsprechend dann auch wirklich sich da gut halten kann. Klar, Social Media macht natürlich, denke ich, auch noch einiges möglich. Da hat sich doch auch sehr viel gewandelt. Wenn man natürlich so zurückdenkt, vor 20 Jahren, 30 Jahren, wie auch immer, da gab es ja bloß hier Radio und Fernsehen und da auch nicht so üppig. Wie bist du Social Media-mäßig da aufgestellt? Also am meisten aktiv bin ich auf Instagram. Aha. Und auf TikTok so ein bisschen ab und zu, aber hauptsächlich auf Instagram auf jeden Fall. Ja, das hilft natürlich, ganz klar, ne? Das ist es. Und jetzt, wie geht's voran? Jetzt seit seit letzter Woche ungefähr, ist es erst bekannt, die Kandidaten, die jetzt wirklich im großen Finale für den Vorentscheid dabei sind. Das Lampenfieber steigt bestimmt jetzt dann nach und nach, oder? Ja, auf jeden Fall. Super spannend. Auch Interviewanfragen mehrere. Aha. Und es geht auf jeden Fall los. Von 0 auf 100 ist auf einmal Alarm. Super spannend. Ja, also da kommt jetzt einiges auf dich zu, ganz klar. Dein Titel, Undream You, träume nicht von dir. Um was geht es? Es ist eine Ballade auf alle Fälle, ne? Ja, eine Ballade, und es geht um eine verlorene Liebe. Mhm. Und ja, das kennt ja jeder von uns und kann da wahrscheinlich auch connecten. Also das heißt, alles selbst erlebt, war das bei dir eine verlorene Liebe tatsächlich? Ja, auf jeden Fall. Also alles selber erlebt. Da steckt sehr viel Leona in dem Titel natürlich drin. Nicht nur musikalisch, denke ich mal, auch textlich vor allen Dingen, ne? Ja, also ich habe es genauso, wie es in dem Text beschrieben ist, auch schon erlebt. Und dadurch kann ich das Gefühl immer wieder aufleben lassen, wenn ich den Song singe. Und das finde ich irgendwie so schön an dem Titel, so besonders. Mhm.
Natürlich kann natürlich so eine verloren gegangene Liebe natürlich auch sehr bedrückend sein. Das wissen wir natürlich, ganz klar. Wie ist es da jetzt momentan auf Hinsicht zum Grand Prix, beziehungsweise auf Hinsicht zum Vorentscheid? Bist du frei jetzt gerade von deinen Gefühlen her? Kannst du da jetzt wirklich loslassen gerade? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ganz, ganz neugierig und freue mich auf das, was kommt. Ganz positiv. Wunderbar, sehr schön. Ja, ESC ist natürlich grundsätzlich schon ein Thema, was ja schon lange existiert sozusagen. Früher hieß es noch Eurovision de la Chanson oder wie auch immer, ne? Und welche ersten Berührungen hattest du denn mit dem ESC? Was war für dich so dein Schlüsselerlebnis? Also im Kopf hängen geblieben ist mir der Auftritt von Loreen damals. Das fand ich super beeindruckend und sehr inspirierend. Und Lena habe ich auch noch gesehen, das Finale, aber da war ich auch nicht. Ja, das habe ich so nebenbei geschaut und so nebenbei mitbekommen. Und wir hatten tatsächlich auch eine Zeit lang gar keinen Fernseher, deswegen habe ich das mehrere Jahre nicht mitbekommen. Aber es war schon immer echt ein großes Ding für mich und auch so ein Traum, da mal selber aufzutreten. Ja, das glaube ich. Und wer hat jetzt letztendlich den Auslöser gegeben, dass du für 2024 dich beworben hast? Lustigerweise, ich war komplett auf dem letzten Drücker, also am letzten oder vorletzten Tag. Der Papa von meinem Mitbewohner hat mir das vorgeschlagen und so, ey Leona, bewirb dich doch mal. Ich so, okay, ich versuch's mal und hab erstmal gar nichts erwartet und dann haben die sich gemeldet und ich war mega überrascht. Also, ja. Ja, also da, wie gesagt, dann herzlichen Glückwunsch dafür, dass das so funktioniert. Dann ist natürlich auch beim ESC, glaube ich, immer auch wichtig, wie die Show drumherum aufgebaut ist. Gut, klar, bei einer Ballade, ich glaube, da wird es dann doch eher sehr ruhig werden oder beziehungsweise natürlich mit Tänzern und so nicht viel passieren. Die passen da einfach nicht dazu, das ist ganz klar. Hast du schon irgendwie Gedanken gemacht, wie dein Auftritt sein wird? Gibt es da schon ein Konzept? Es gibt auf jeden Fall schon Ansätze und schon ein grobes Konzept. Haben auch mehrere Inszenierungsgespräche schon gehabt. Da darf ich natürlich nicht zu viel verraten, aber es wird auf jeden Fall gut untermalt, das Gefühl des Songs, finde ich auf jeden Fall. Und ich durfte auch super, super viel selbst mit einbringen. Also vieles ist einfach, ja, also vieles war einfach meine Ästhetik, die ich einfach umsetzen konnte. Super cool. Was mir jetzt natürlich auch aufgefallen ist, als ich den Song jetzt schon mal reingehört habe, kann man übrigens ja alle Songs schon mal hören, wer auf die ESC-Seite geht und deine Stimme, die klingt wirklich sehr toll. Also von der Stimme ist es schon mal sehr emotional. Nimmst du Gesangsunterricht oder wie bildest du dich weiter? Nee, tatsächlich nehme ich keinen Gesangsunterricht. Also mein Stiefpapa selber gibt Gesangsstunden, aber in Schleswig, also das ist auch mega weit weg. Und er gibt mir manchmal so Tipps und ein paar Tricks und dann übe ich die für mich alleine, aber richtige Gesangsstunden nehme ich nicht. Also noch nicht. Okay. Aber ja klar, mein einfach trainieren, trainieren, dranbleiben, so wie es auch jeder Sportler macht, so muss auch jeder Musiker, denke ich mal, seine Stimme dann entsprechend trainieren. Erste Bühnenerfahrung oder einer der ersten Bühnenerfahrungen, glaube ich, hattest du mit einem ganz bekannten Musiker wieder. Der steht auch hier da in der Biografie da drinne. Max Giesinger, wie kam es da dazu? Ja, also ich habe zufälligerweise im Catering gearbeitet, damals im Deutschen Haus. Und dann haben wir spontan den Song gesungen. Wir hatten ein Jahr davor hatten wir den Song auch schon aufgenommen. Also da hat er mich bei Instagram angeschrieben und war ganz begeistert von meiner Stimme. Und dann war erstmal ein Jahr Pause und da hatten wir nicht so wirklich Kontakt. Es hat sich so ein bisschen verlaufen, auch wegen Corona und so. War ja bei vielen irgendwie viel los. Und genau, dann kam das irgendwie ganz, wirklich komplett zufällig und spontan wieder.
zusammen da an dem Abend. Und ja. Das war dann so der erste große Auftritt vor, oder vor, der erste große Auftritt vor Publikum dann auch, oder? Vor so großem Ja, Publikum. Ja. auf jeden Fall der erste große Auftritt. Vorher noch so kleine Festivals, Feste, aber noch nicht so was Großes, nee. Okay, sehr schön. Welche Ratschläge oder welche Tipps gibt dir Max Giesinger mit? Habt ihr da Kontakt in weiterhin gehabt oder weiterhin noch Kontakt? Also wir haben jetzt nicht regelmäßig Kontakt, aber ja, man sieht sich ab und zu. Man ist ja auch in derselben Ecke hier in Hamburg und einfach man selbst sein, einfach authentisch sein. Ja, auf alle Fälle. Und ich denke mal, das wird auch darüber hinaus auf alle Fälle da mit dir natürlich weitergehen. Wir sind da schon gespannt. Klar, Plan B gibt es nicht, sagst du. Weiterhin Musik machen. Wie sieht denn so deine, was sind so deine Ziele darüber hinaus für 2024, 2025 dann auch für die Zukunft? Mit einer eigenen CD Also, mal aufwarten? auf jeden Fall. Also, ich möchte auf jeden Fall mehr Songs rausbringen. Und genau, ein Album wäre super cool. Also, das ist das Ziel dieses Jahr. Okay. Deine Ideen, wie kommen die so grundsätzlich zustande? Weil ich habe ja auch jetzt gelesen, der Singer-Songwriter, klar, du schreibst dann deine Texte auch selbst, nehme ich an, ne? Was nimmst du für Themen auf, die dann so gesagt umgesetzt werden? Es ist ganz unterschiedlich. Also die meisten Ideen habe ich, wenn ich reise oder wenn es mir sehr, sehr gut geht oder wenn es mir sehr, sehr schlecht geht. Und dann habe ich so ein Notizbuch und dann schreibe ich da mal ganz viele Ideen rein und manchmal entsteht da ein Song. Und es ist ganz unterschiedlich. Manchmal habe ich auch eine coole Akkordidee, Akkordfolge, die interessant sich anhört für mich. Und dann fällt mir spontan irgendwas ein. Also ich habe da gar nicht so ein richtiges Vorgehensmuster, sondern es kommt einfach. Und manchmal kommt auch gar nichts. Also das kann man immer nie so richtig vorausschauen. Ja, wie gesagt, du bist ja erst gerade mal 20 Jahre jung und ich weiß, in der die Jugend, klar, sind kritische Themen, die wir alle momentan erleben. Wie wird es im Text eventuell mal Einklang finden, wenn überhaupt? Oder sind es eher nur Geschichten, die du erlebst? Also, es sind auf jeden Fall Geschichten, die mich bewegen. Und ich habe auch schon Songs geschrieben, die nicht um Liebe gehen. Mehrere auch. Und die werden auch bald kommen, hoffentlich. Und ja, es geht auch viel um mentale Gesundheit zum Beispiel. Und genau, das wird auf jeden Fall kommen. Das wird kommen auf alle Fälle, ganz klar. Ja, also dann würde ich einfach sagen, drücken wir dir ganz, ganz fest die Daumen. So wie allen Kandidaten natürlich, die dabei sind. Wir sind ja natürlich hier auch immer etwas neutral. Wir können ja jetzt da nicht jedem die Sympathie aussprechen, sozusagen. Das ist natürlich schon klar, aber wie gesagt, neutral insofern. Wir stellen euch hier alle vor und der Beste mag gewinnen, beziehungsweise das Publikum entscheidet ja letztendlich. Und ich glaube, auch eine kleine Radiojury, glaube ich, stellt auch noch was zusammen. Aber letztendlich ist es das Voting von den Zuschauern, ne? Genau. Ja, dazu kann man dir, wie gesagt, nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Glück wünschen. Und du wirst deinen Weg mit Sicherheit gehen, auch wenn es je nicht funktionieren sollte. Aber davon gehen wir jetzt gar nicht aus. Ja. Dankeschön. Ja, also, wenn man jetzt noch ein bisschen mehr von dir erfahren möchte, grundsätzlich, Social Media hast du ja gesagt, gibt es ja Instagram. Wo gibt es sonst noch? Gibt es auch eine Homepage oder sowas? Eine Oder wo Homepage findet habe man ich dich noch bei nicht. Instagram? Bei Instagram findet man mich unter Leona Music, mit 2 C am Ende und Okay. zusammengeschrieben. Und ich freue mich da auf jeden Fall über jeden, der mir da folgt und mich unterstützt.
Das machen wir auf alle Fälle dann. Also da kommt auf alle Fälle was ein Follower mehr dazu und hoffe dann auch auf einen Gegenfollow. Gut, dann sage ich mal herzlichen Dank. Das war Danke. schon mal unser erster Kandidat, den wir hier vorstellen bei Promi-Geflüster, die Leona. Und der Titel nochmal, Undream You, den müsst ihr euch merken. Der Leona sage ich nochmal recht herzlichen Dank, dass sie Zeit gefunden hat und wünsche alles Gute. Dankeschön. Schönen Tag noch. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.